Also hier braucht ihr kein Mechaniker zu sein, um zu sehen, dass hier was ausgeschlagen ist. Ja, diese Feder bricht immer gerne von hier ab. Okay. Das ist groß. Die Zeit ist wenig. Und wir haben keine Zeit. So ist es. Rally. Willkommen bei den Kfz-Putzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den Mercedes, unseren Taxi. Wir müssen das Ganze so langsam beginnen. Wir haben nicht mehr so lange zur Rallye und ich muss ja sagen, das Auto ist eine reine Baustelle. 650.000 gelaufen. Da sind unsere ganzen Ersatzteile, was wir hier einbauen werden. Das Ganze ist natürlich von Febi. Im Auto war ja so ein Akschenkel, der sich auch nicht gut anhört. Hier, das hört sich gut an. So muss ein Radlager sein. Keine Geräusche. Ah, hier ist ja Katastrophe. Jo, lass mal erstmal gucken, welche Seite das hier ist überhaupt. Der Bremssattel müsste vorne links sein. Bremssattel ist vorne rechts. Das heißt, das war die von der anderen Seite. Okay, das hat sich dann geklärt. Aber waren alle beide Radlager kaputt. Ja, deswegen ist der super. Ha, das werden wir machen und danach muss ich ja mal eine Runde fahren damit. Gucken, ob die Geräusche wechseln. Es kann ja auch sein, dass wir einen Getriebeschaden haben, irgendwas am Motor haben, weil Geräusche so extrem sind bei denen, dass man das ganz echt nicht einschätzen kann. Boah, das Ding ist aber sowas von tot, du. Wird bestimmt furztrocken sein. Oh, nee. Die haben doch schon was gemacht. Macht man das Ganze zu fest? Gehen die kaputt. Macht man die zu locker, gehen die kaputt. Also das ist so ein Zwischending. Dann gucken wir mal, ob wir den... Ach, oh! Nach 10 Stunden Suchen habe ich es gefunden. Also guckt euch mal ganz kurz an. Das Reparatursatz, was man braucht, die werden wir einbauen. Das ist der ABS-Ring für hinten. Und dann natürlich neue Schraube. Und natürlich auch einen neuen Deckel. Spritzschutzblech haben wir abgemacht. Das kommt natürlich neu. So muss das aussehen. Den Radlager jetzt einmal festgemacht. Festmachen, lösen, das ist so eine Kunst für sich hier. Wichtig ist natürlich, er muss ein Spiel haben, das könnt ihr aber so nicht merken. Ihr braucht die Felge dafür. So, das lassen wir, weil wir den sowieso noch abmachen müssen. Boah, okay. Keine Geräusche. Hinten haben wir ein bisschen. So, wie viel musst du zahlen, Kollege? Lagergeräusche vorne sind weg, super. Und hinten haben wir auf jeden Fall leichte Geräusche, kann Differential sein, kann aber auch Radlager sein, die werden wir eh neu machen. Aber auch Reifengeräusche. Und du fährst nur noch mit uns, ne? Weißt du Bescheid? Klar. Ne? Bis du schön deinen eigenen Führerschein hast. Die 8,20 Euro hast du dir verdient. Dankeschön. Hier hat Ibo erstmal hier super Arbeit geleistet. Innen drin komplett die ganzen Hundehaare entfernt, hier oben alles weg. So sieht's doch schön aus hier. Was wir jetzt einbauen, sind nur noch diese paar Sachen und da ist meine Kamerafrau. Ein paar Sekunden gerade erstmal hier, ist überarbeitet. Zwei Federn vorne, Federbeinstützlager, die Axialgelenke plus Spurstange. Hier haben wir die Querstreben, da haben wir die Querlenker vorne komplett. Dann haben wir die Anschlagkoffer. Hier haben wir die Traggelenke. Dann haben wir die Klötze vorne, hinten und die Backen. Hier haben wir die Stabis. Ganz neue Radschrauben, weil die alten sind echt nicht gut. Also ein bisschen verrostet, sag ich mal. Traggelenke habe ich schon gesagt. Radlager links werden wir auch erneuern. Dann die Querlenker oben. Also das sind alles auf dem Tisch für die Fahrer. Genau, und hier Sattel haben wir auch vom Baby natürlich. Und wir machen erstmal den technisch einwandfrei. Wir fahren den. Neue Reifen ist ja auch klar. Nur hinten muss ich noch gucken. Der jault ein bisschen. Ich hoffe mal, dass wir nichts an Differential haben. Und wenn, müssen wir erstmal so fahren. Wir haben echt keine Zeit. Weiter. Wir haben nur noch ein paar Tage hier. Dann muss er fertig werden. Ran an die Arbeit. Ich drehe erstmal zu Ende und dann machen wir. Okay, bis später. Antriebswelle ist fest. Die kriegen wir auf jeden Fall nicht ab. Also gibt es jetzt zwei Optionen. Wir können die Antriebswelle reinpressen oder wir können die Narbe komplett rausholen. Beides ist gut und effektiv. Hier haben wir das schon gemacht. Hier haben wir die Narbe schon komplett rausgeholt vom Radlager. Und dann ist das hier schön frei. Das werden wir aufwechseln. Ja,
Ja, da haben wir das Ding hier. Hier, die Seite haben wir schon mal komplett abgebaut. Bremsseil ist nicht abgegangen, mussten wir den trennen. Aber egal, der war wieso schwergängig, also wäre der wieso fällig. Aber der ist richtig hinüber. Ja. Und so sieht das Ganze aus. Hier, die Schraube kommt nicht ab. Die eine ist abgekommen. Hier die Lager alle tauschen, die wir haben. Die werden wir tauschen. Handbremsseil werden wir machen. So. Also nicht mehr gut. Stabi, den haben wir glaube ich auch da. Den wechseln wir auch hier. Ja. Ja, Scheibenklötze ist klar. Also alles kommt neu. Auch eine Krankheit, ABS. Ring. Du siehst, der ist hier auch schon am kaputt gehen. Den hier muss man auch wechseln. Also wenn man schon die Arbeit gemacht hat, hier, du siehst, der geht kaputt. Ist das so ein Gummi, was da oben ist? Ja, das ist Gummi, damit der nicht so verrostet. Und da drunter dieser Magnetstreifen. Den müssen wir auch erneuern. Das heißt, rausschlagen. Ja, müssen wir holen. Rausschlagen, neue rein. Doch, der ist gut. So. Der ist auch gut. So. Wahnsinn. Super. Rein. Das sieht leichter aus, das, oder? Ja. Schön. Sobald du das drehen kannst, ist alles, machst du alles richtig. Die beiden sind schon mal fertig. Hier kommt dann später Loctite drauf, weißt du? Bei dem anderen, wow, richtig schön gemacht. Ja, hier haben wir noch ganz leicht, aber das müsste schon passen. Weißt du, was geil wäre? Ich sag das mal so, bei manchen, ich glaube bei keinem gibt es das. Wenn man so Radlager oder so hat, dass man so einen Zettel drin hat, wie zum Beispiel Drehmomentangaben, dass man Loctite drauf macht. Solche Sachen. Wäre doch geil. Kann man doch mal machen vielleicht. So. Oder was meint ihr? Ich find's gut. Mal gucken, ob ihr alles richtig schön gemacht habt. Wow. Guck mal. Das passt perfekt. Die wird auf jeden Fall erneuert. Hinterachse kommen die ganzen vier Lenker rein. Dann Schutzblech, klar, wird auch erneuert. Scheibenklötze werden erneuert. Hier sind die Backen. Und natürlich mit dem kompletten Satz zusammen. Und die Stammis, da ganz klar. Die sind sowas von hin. Die werden wir natürlich auch erneuern. Oder sieht der, ne? Dann macht er solche Geräusche während der Fahrt. Durch. Also die HD-Scheibe muss auch neu. Oh, da oben noch schlimmer. Guckt euch das an. Also das hätte auf jeden Fall. Das Ding ist tot. Ja, Hälfte der Abdeckung ab. Boah. Guck mal, hier wurde die Leitung schon gemacht und hier zusammengebürtelt. Die ganzen Querlenkerschrauben plus Bremsen und so werden wir alle reinigen mit unserem Ultraschallgerät. Oh, so los. Okay, aber nichts durch. Schön. Das ist die typische Mercedes-Krankheit, Leute. Hier, guck mal. Das da durch. Das hier hin am besten. Wenn wir das Ganze erneuern, hier einmal sauber machen. Oh ja. Spurstein haben wir schon gemacht. Stabi haben wir gemacht. Hier den Querträger. Da den Querträger. Hier pressen wir das Ganze noch ein. Das werden wir noch machen. Vorne haben wir auch schon alles ausgebaut. Gut, dass wir das ausgebaut haben. Ich habe das gar nicht gesehen, Leute. Ich habe das nicht gesehen. Weil ich habe gar nicht nach oben geschaut. Weil bei Mercedes ist das so, dass die Federn hier kaputt gehen. Und dann das Ganze runterkommt. Aber bei dem ist er hier oben kaputt gegangen. Achtet. Gut.
Wahnsinn. Was wir jetzt machen, der TÜV-Prüfer guckt immer gerne hier hin. Und hier sieht man schon, dass der hier schon, ja, angefangen hat zu rosten, aber zum Glück nicht durchgerostet. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall Vorsorge machen. Das ganze Dreck raus. Das muss er echt mit einem Schraubenzieher mühsam rausfischen. Plus Staubsauger, plus Luft. Hier muss alles schön sauber sein. Und dann machen wir natürlich dicke, fette Unterbodenschutz. Das Ganze. Und dann haben wir erstmal Ruhe. Guckt euch mal den Sattel hier an. Der Sattel war fest erstens. Zweitens, guckt mal hier. Manschette war ab. Sattel war fest. Überhaupt kein bisschen Fett drauf. Bei der einen Seite ist gar nicht rausgekommen und das ist lebensgefährlich. Ne? Und ich habe ja auch gesagt, irgendwas stimmt mit dem Bremsen nicht vorne. Also wir gucken uns die Stoßdämpfer an. Also wenn die in Ordnung sind, werden wir die behalten, weil die Stoßdämpfer von Sachs gekommen sind. Die habe ich auch da. Aber wenn die in Ordnung sind, werden wir die erstmal nicht erneuern. Die Querlenker waren alle durch. Ne? Bei manchen ist Gummi einfach ab gewesen. Die waren alle kaputt innen drin, die sieht man da schön. Alles. Boah, ich glaube sogar, das ist noch der erste, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Alles kaputt, vorne, hinten, Traggelenke, alles. Also ausgeschlagen mäßig nicht so, aber die ganzen Gelenke, die Gummilager und so, die waren alle kaputt. Unterbodenschutz und Steinschlag auch noch. Echt geiles Zeug, kann ich euch nur empfehlen. Unten verlinkt das Ganze. Einmal eine Vorsorge, schön alles eingesprüht. Gleich nochmal eine Schicht drauf. Ist schon getrocknet, sieht gut aus. Die werden wir natürlich später nochmal streichen. Feder ist raus. Guckt euch einfach mal an. Wahnsinn, ne? Wie lang so eine Feder ist, das ist unglaublich. Und wie viel Platz wir hier haben. Also so eine Feder hier reinzupressen, das ist natürlich echt Höllenarbeit und sehr, sehr schwer. Warum? Bitte jetzt sehen. So, achtet mal. Und bis hierhin müssen wir jetzt runterdrücken hier. Wahnsinn, ne? Federbeinstützlager haben wir auch neu. Und dann haben wir das auch noch neu. Das kommt auch hier rein. Einfach so rein. Zack. Da kann man mal schnell schwitzen, du. Aber das ist doch einfach geil, ne? Zum Einstellen. Der ist schon. Ja. So, der ist fertig. Der geht nach oben. Da können wir den noch einstellen, falls wir den noch brauchen. So einfach geht das. Mit Geduld. So, du hast einmal Unterbodenschutz, ne? Steinschlag drauf gemacht und danach hast du nochmal gestrichen. Sehr, sehr schön. Das hält noch mal 10 Jahre, sag ich dir. Das ist doch das Originale, ne? Achte mal. Guck dir das an, lieber. Hier ist das überall ausgeschlagen. Hier so richtig. Das ist die Innenseite. Außen hier überall. Siehst du das? Ja. Weil normalerweise dreht sich das hier, ne? Aber der sieht echt noch gut aus. Keine Risse. Als wird der mal schon mal erneuert worden. Guck mal so. Und so sieht das neu aus. Ach, guck mal, wir haben sogar alle Schrauben. Und. Ah, mit Unterlegscheibe. Geil. Ich dachte, wir haben gerade eine Unterlegscheibe verloren.